Oh boys, let's go. Update. Okay, ich drücke einfach mal auf Close und nicht auf Don't Watch Again. Bruder, Bruder, Bruder. Operation Scene ist da. Let's go, let's go. Gefällt mir sehr gut. So, warte mal, jetzt machen wir das mal optisch hübsch. So. Also, was haben wir da? Was haben wir da? Innen da. Okay, das ist was anderes. Apropos, ich habe meine Sticker Collections auch vervollständigt. Nice. So, Operation Get the Posse auf ihn. Let's go. Will da reinschauen. Hier, und da soll ich heute jetzt noch Bock haben, arbeiten zu gehen oder was? Okay. Es ist also kein Winter. Update, also keine Winter Operation. Wir haben hier Week 1. So, es gibt wieder Sterne, Operation Stars, okay. Digga. Das sind die Sterne oder was? Nee. Sind das die Sterne? Das sind die Sterne. Ach so, ist das so aufgebaut wie ein Shop? Wenn ich die Sterne verdient habe, kann ich mir dann da was kaufen aus dem Shop? Guck mal die Kiste an. Die CZ ist Dreck. Die ist, ja, ist auch Müll. Ja, okay, finde ich auch ein bisschen einfach blau. Skalin ist weg. P250. Naja, ist okay, aber auch weg. Auch weg. Nee. Ja, okay, Purple Skin, Purple Arp. Ist nicht so schlecht. Die Dual Barretters finde ich auch nice. Also sie gehen. Ist nichts Wildes, aber. Oh, die Scout ist wild. Die ist richtig wild, die Scout. Okay, ist schon mal nice, ja? UMP ist auch gut. Oh. Okay, die 5-7, die ist wild. Die ist richtig wild. Das ist ein Pink Skin. Okay, definitiv. Die M4, okay, die ist auch nice. Also, was mir auch gefällt, ist, dass die Operation irgendwie so einen richtigen, diesen Asia-Touch hat. Richtig auf den chinesischen Markt einfach optimiert, sage ich mal. Es könnte wild werden, diese Operation, Jungs. USP ist auch nice. Oh, jetzt haben wir die Prince Dream als Silence M4. Okay, die hätte ich schon Bock auf in-game. Muss ich dann. So. Oh mein Gott, der Glock 18 Neo nur. Das finde ich ziemlich nice. Ich meine, ich habe zwar einen Glock Skin, aber ich war am Überlegen, ob ich mir nicht so eine Neonor Collection zusammenstelle. Und da kommt ein Glock Skin gerade noch richtig vom Timing. Ja, Knife schätze ich mal, werden. Was gibt's für Knives? Standard Knives? Es gibt keine Knives in der Kiste, es gibt neue Handschuhe, aber wird eh mal wieder Zeit, dass da neue Handschuhe dazugekommen. Weil die, was bisher so getroppt werden aus den zwei Kisten, sind ja. Die Gloves sind überteuert. Wirklich. Also freut mich, dass da mal wieder neue Handschuhe dazugekommen sind. Sind jetzt, sage ich mal, optisch nicht.
ja, finde ich jetzt eigentlich schlechter als sonst, was in den ersten zwei Kollektionen, aber ja, ist trotzdem schön, mal wieder was von Hanshun zu sehen. Freut mich, freut mich. Ja, okay, es ist Operation Shop. Es gibt neue so Agents. Die haben Masken auf. Achso, das sind jetzt 5 Red Skins sozusagen. Okay. Ja, okay, zu den Agents sage ich jetzt halt mal nichts. Ich finde die halt useless. Wir haben Patches auf mir. Silver, Gold Nova, Gold Master. Okay, da haben wir die Ranks. Master Guardian, Elite, DMG, General, ist das da? Wo ist der Global? Da ist der Global. Ist auch Supreme. Mhm. Da gibt es 2 verschiedene. Okay. Haben die vielleicht den so einen Fade oder einen Holo, oder sind die einfach, sehen die einfach anders aus, haben eine andere Form? Ja, da finde ich ja ehrlich fast den in Gold fast nice als den in Silber. Verstehe ich nicht. Das ist so dann der Silber-Dämon, okay. Got it. Okay, gut. Wir haben neue Graffitis. Aber das ist halt alles, ja, nicht zu gebrauchen sozusagen. Sticker Collection. Die blauen Sticker sind halt so. Oh shit. Das Holo nicht so richtig nice, ne? Nur so ein bisschen pink, ein bisschen orange, aber ist nice. Das ist nice. Wenn da ein bisschen mehr, vielleicht so mehr Farben drin wäre, so fehlen wird wie ein Reason Sticker, wäre das richtig wild. Mhm. Ja, aber overall vom Holo, also von dem Farbverlauf ist das schon. Oh. Oh, sind die schon ziemlich nice. Da holt es halt nur das Messer, das ist schon ein bisschen zu wenig. Und die Augen. Okay. Aber das hat so richtig eine Struktur schon fast. Ja, sind okay. So. Warte, das heben wir sich noch auf. Was ist das? V-Coil Sticker Collection. Das ist eigentlich irgendwas. Das ist, glaube ich, random. Okay. Ja, soll so sein. Auf jeden Fall. Gibt es anscheinend wieder 3 neue Collections. Und ich sehe da schon eine AWP Fade. Finde ich. Ist ein nice AWP Skin, aber ob es für so eine Collection Skin als Red Skin kann man das jetzt vergleichen wie eine Dranglore oder eine Gungnir? Ist das jetzt sowas? Für sowas finde ich dann eine AWP Fade irgendwie ein bisschen zu wenig. Ja, okay. USPS, ja, okay, geht so, aber pink, das ist schon sehr blau. Blue Phosphor. Aber das ist dann halt auch die Frage, gibt es da sowas wie bei, zum Beispiel bei Doppler Knives, verschiedene Patterns, kann ich da jetzt auch dann einen richtigen Sapphire oder sowas kennen? Gibt es sowas auch mit so pink Vibes oder ist das halt einfach blau? So blau, wie wir es hier sehen. Ich habe mir hier zum Community-Markt mal ein paar M4s rausgesucht, einfach um zu checken, ob die Patterns alle gleich sind oder ob es da Unterschiede gibt. Von der Farbe her sind sie alle gleich, also die M4 sind alle blau, nur also die Details sind zwar ein bisschen anders. Es gibt welche, die sind halt fast ganz blau. Von der Farbe her und sonst hast du vielleicht ein bisschen mehr weiß oder so, aber das ist nicht so wie bei die Doppler Knives, dass du jetzt Sapphires oder Rubies oder sowas in der Art bekommen kannst. Finde ich zwar ein bisschen schade, dass es dann eh so eintönig ist, aber wäre vielleicht auch zu OP als Pink Skin.
dass hier dann schon ein 0,0005er Float gibt, ist eigentlich auch ziemlich wild für den Preis. Uiuiui. P, ja, geht. Nein, ist okay, nice. Was haben wir hier? Ne 5-7 Berries and Cherries. Was da dann auch verschiedene Patterns gibt, wo das so halt hin und her fährt, also sich das verschiebt, die Stelle, wo sie die Farben treffen, ob es vielleicht noch Full Blues oder Full Reds gibt. Die 5-7s habe ich jetzt auch gleich mal abgecheckt und ja, es gibt verschiedene 5-7 Patterns für diesen Skin, aber es gibt keine, beziehungsweise ich hätte es auf schnell keine gefunden, die was jetzt Full Blue oder Full Red ist. Es gibt welche, die haben halt jetzt weniger Blau, dafür mehr Rot und dann das Ganze halt auch umgekehrt. Da haben wir halt so circa 50-50 bei dieser. Ja, hier auch. Aber ansonsten ist da nicht so viel Unterschied. Finde ich jetzt auch ein bisschen schade, wobei, wenn sie halt Full Blue wäre, würde sich halt dann keiner mehr eine Case Hardened Blue Gem von gönnen, wenn die halt viel cleaneres Blau hat. Von dem her passt das eigentlich auch so. Ist gut. Die Farmer, sehr gut. Die Farmer sind jetzt eigentlich Müll. Scar 20 auch. Ja. Yep. Okay, aber dann der Rest, der ist eigentlich ziemlich ugly. Carbon Fiber. Jo. Ich guck mir jetzt trotzdem mal an, aber irgendwie, also nur kurz gucken. Ja gut, aber der Rest ist Müll. Dann weiter geht's. Wir haben hier eine AK-47 X-Ray. Und das wird jetzt wahrscheinlich so in Richtung Wild Lotus gehen. Aber finde ich jetzt auch nicht so krass für so einen AK-Skin. Ich meine, er ist so an sich schon optisch gut. Bin auch froh, dass sie das, sage ich mal, jetzt nicht blau gemacht haben, sondern eher so rötlich, so orange-rötlich. Ja. Ja, okay, soll so sein. Er ist, ich finde ihn nicht ugly, aber es ist mir ein bisschen zu wenig für Skin like dies, also Skin wie diesen. Hot Snake, okay. Ja, da sieht man auch richtig, dass dieses Schlangenmuster, diese Haut, das hat richtig irgendwie so einen 3D-Effekt. Es würden die Schuppen richtig, wirklich höher sein als jetzt der Rest. Ja, okay. Für den Mac 10 kann man so stehen lassen. Die AWP finde ich jetzt ja auch nicht so beauty. Eine Glock 18 Franklin. Die gab es ja, glaube ich, bisher nur eine P250. Jetzt haben wir da auch eine Glock, okay. Eine SG Hypnotik, ja, okay, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt, die Galil. Ja. Ist okay. P250 ist eigentlich richtig. Ist es weiß oder orange? Oder gibt es da auch verschiedene Patterns? Oder fehlt es nur so komisch? Nee, aber da habe ich ja zum Beispiel hier ist komplett weiß, hier ist komplett orange. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Patterns. Da gibt's, kannst du wahrscheinlich eine vollweiße oder eine ganz orangene. Und bei der P250 gibt es tatsächlich verschiedene Patterns. Also da gibt es welche, die wie hier zum Beispiel, die sind fast komplett orange auf jetzt der linken Seite, die rechte Seite halt nicht. Die ist ziemlich weiß oben, also. Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, wird es vielleicht auch eine geben, die was jetzt komplett weiß ist, beziehungsweise eine, die was komplett orange ist. Ja, die Deagle ist okay. Für den Blue Skin ist die Deagle absolut okay. Die Nova ist Dogshit. Revolver 2. Ja. Ja, das Standard MP7. Ja, der Rest ist dann eigentlich schon wieder Schmutz.
So, und dann hätten wir hier noch die letzte Collection, die dritte. Und da sehe ich zum Beispiel schon mal eine Seile. Oh, ja, sowas ist. Das ist eine solide M4. Und da bin ich eigentlich auch froh, dass sie mal eine M4 mit reingezogen, also mit reingebracht haben. Ich hätte mich ja eher mehr gefreut, wenn es zum Beispiel eine Silence und eine M4 A4 gewesen wäre. Aber okay, weil AWPs haben wir jetzt schon 4 Stück, also jetzt sind es 5 Stück. Und AKs hatten wir eigentlich, wenn du die sagst, Case haben und Fire Serpent sind auch so die High-Tier AKs. Mit der Wild Lotus war es ja dann bei 3 Stück. Okay, aber... Ich glaube, hier wird auch perfekt ein Albi Power Holo hinpassen von Ketterwest 14. Es wird sich, glaube ich, wie bei der Dings die Boomsti, you know what I mean, komplett matchen. Mir fällt jetzt nur gerade der Name nicht ein. Aber das wäre so dann die Next Level Pink Panther. Okay. Ja, P90 ist okay. Die USPS ist jetzt nicht so meins. Die MAC-10 erinnert mich an die MAC-10 von der Bravo Collection. Glaube ich. Weil schon sowas ähnliches. Nur ist es jetzt nicht so Gold wie das Gold Brick. Sondern war das bei dem anderen ja mehr Sand. Keine Ahnung. XM, Schmutz, Farmers, Schmutz. Darkwater. Ja. Es ist so von der Farbe her. Schön rot. Mir gefällt rot. Aber das geht selber. Nö. Das wäre auch nice, wenn es mir so eine Emerald einfach. Wer will? Tech 9 Schmutz. CZ. Oh, ne, jetzt ist jetzt Silber. Finde ich ein ziemlich. Ist nice. Ein cleaner Skin. Und für so Light Blue gut genug. Sieht fast aus wie eine Vanille, nur ein bisschen heller halt so. Metalliger Silber. Ist nice, okay. Ja, der Rest wird dann wahrscheinlich wieder Schmutz sein. Noch da. Die 8 Revolver Knight. Ich glaube, sowas werden vielleicht auch was, wenn du das in eine richtige Low-Float gedroppt bekommst, könnte das sogar wild gehen vom Preis. Das ist irgendwie so eine 000-Digit und besser. Dann kannst du es, glaube ich, extra Money adden mit dieser. Beim Yacht einfach beim Revolver. Es gab das Schmutz. 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 Schmutz, okay. Gut, dann glaube dann hätte ich da jetzt mal alles durch. Danke fürs Zuschauen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer von euch wird sich alle die Operation kaufen. Wie, was findet ihr nice? Also was gefällt euch am besten an der Operation? Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und über ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Lasst mir ein Abo da. Wäre übelst nice Support, Jungs. Würde ich appreciaten. Ja, dann sage ich auch noch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.